das ist nicht des Deutschen Größe, ob zu siegen mit dem Schwert, in das Geisterreich zu dringen, männlich mit dem Wahn zu ringen, das ist seines Eifers wert. Schwere Ketten drückten alle Völker auf dem Erdenballe, als der Deutsche sie zerbrach. Friede bot den Vatikane, Krieg ankündigte den Wahne, der die ganze Welt bestach. Höhern Sieg hat der errungen, der Wahrheit blitzgeschwungen, der die Geister selbst befreit, Freiheit der Vernunft erfechten, heißt für alle Völker rechten, gilt für alle ewige Zeit. Schwere Ketten drückten alle Völker auf dem Erdenballe, als der Deutsche sie zerbrach. Friede bot den Vatikane, Krieg ankündigte den Wahne, der die ganze Welt bestach. Höhern Sieg hat der errungen, der Wahrheit blitzgeschwungen, der die Geister selbst befreit, Freiheit der Vernunft erfechten, heißt für alle Völker rechten, gilt für alle ewige Zeit. Einen schönen guten Abend zusammen. Guten Abend, Stefan. Wir sind wieder live für euch dabei. Live vom ganz großen Theater. Ein Theater wurde mir heute zugetragen. Das muss ich einfach zum Besten geben. Ich war beim Barbierfriseur meines Vertrauens und er erzählte mir, er hatte letzte Woche VIP-Besuch sozusagen. Es war wohl ein aus den höheren Etagen leitender Angestellter von Philips. Er saß schon auf dem Stuhl, wurde schon bearbeitet und dann kam etwas rein, was ich ja im entferntesten Sinne seine Tochter nannte, ja, 14 Jahre alt. Eine Füchsin. Tatsächlich. Also die Geschichte, die man nur aus den Medien kannte und aus komischen Interviews live geschehen. Sie identifiziert sich als Füchsin, sprach auch irgendwie komisch. Ich weiß nicht, wie Füchse sprechen, aber sollte wohl so ähnlich rüberkommen. Und als einer der Angestellten dort etwas Kritisches äußerte in die Richtung, von wegen, was soll denn das, sagte der Vater, ja, was denn sein Problem wäre? Er würde sich doch schließlich auch als Barbier identifizieren. Danach war wohl minutenlang Ruhe. Ja, keiner wollte mehr was sagen. Ich habe bloß gesagt, ich war froh, dass ich nicht zu dem Moment zugegen war.
wenigstens den Kommentar, es ist kein Wunder, was mit der deutschen Wirtschaft passiert, hätte ich mir nicht ersparen können. Aber ja, so erlebt man oder hört man von diesen Geschichten, die ja viele nur als mehr als dummen Joke bisher wahrgenommen haben. Es scheint sowas wirklich zu geben. Ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wärst du zugegen gewesen. Guten Abend, Carsten, und guten Abend an alle Zuhörer, Zuschauer. Und ja, es ist ja nicht nur die Wirtschaft, es ist ja die Politik, es ist ja der Gesamtzustand dieses unseres Landes, der nun wirklich über der Status des am Kopf kratzens schon hinaus ist und man sich fragt, brauchen wir demnächst 79 Millionen Zwangsjacken? Ja, weil die Zustände so beängstigend sein könnten, aber beängstigend sind sie ja nur, wenn man sich Angst machen lässt. Deshalb 79 Millionen Zwangsjacken und nicht 80. Es gibt ja wie bei dem berühmten gallischen Dorf bei Asterix und Obelix ja ein paar Unbeirrte. Ein großer Teil schaut heute Abend zu. Die brauchen das nicht. Die verstehen sehr wohl, was hier so läuft. Aber das ist wie in der Schlussphase des alten Römischen Reiches, ja, der Dekadenz. Da haben wir ja dann auch sehen dürfen und sehen können, zumindest laut der Geschichte, wie das Ganze geendet ist mit dem Sturm der Goten auf Rom. Ja, wir haben heute sowas Ähnliches, nur dass die stürmen, nicht die Goten sind. Wir kommen nochmal zum Thema der letzten Tage, natürlich erstmal nur mit einem kleinen Beitrag, den haben wir gleich für den Start mit reingenommen. Es ist einfach, ja, es ist einfach so. Wir haben mittlerweile in allen möglichen Bereichen mehr Schein als Sein. Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Ein Ausspruch, der Walter Ulbricht zugeschrieben wird und ja, der ja an Aktualität nun wirklich nichts verloren hat. Der Deutschlandkurier, von dem stammt ja diese Montage, sagte man da früher dazu. Heute würde man sagen, ein Meme, ja. Der hat ja dann die passenden modernen Gesichter gleich mit eingefügt. Ja, ich muss natürlich sagen, wir distanzieren uns davon. Ja, weil ich finde, man kann doch nun wirklich nicht. Also die DDR, ja, mit der freiheitlich-demokratischen Bundesrepublik vergleichen, ja, wo Freiheit, Artikel 5 Grundgesetz selbstverständlich gewährleistet ist, mehr oder minder, mal mehr oder mal weniger, ja. Also, das muss jeder jetzt für sich selbst entscheiden, ob das ein passender Vergleich ist. Nun, Carsten, anhand der Ereignisse, die sich in den letzten zwei Tagen abgespielt haben, könnte man doch durchaus dann zu der Ansicht gelangen, oh, da ist irgendwie was dran. Ja, Stefan, ich hab's, nein, nicht bereut, aber ich musste noch mal drüber nachdenken, ob das Gespräch mit Falco, ob man nicht vielleicht doch hätte noch ein, zwei Tage warten sollen. Ja, dann hätte es zwar sicherlich an Streitlust und Brisanz etwas verloren, aber es sind noch lange nicht alle Karten auf dem Tisch zu der ganzen Geschichte. Und da kommen wir ja nachher noch dazu. Es gibt ja wirklich interessante Sachen, die da jetzt schon rausgekommen sind. Wir kommen aber erstmal zu einer Sache, die wir letzte Woche schon dabei hatten, wieder dabei hatten. Es geht um dieses Urteil gegen den Weimarer Familienrichter. Und da bringt hier Multipolar, Generalbundesanwalt beantragt Aufhebung des Urteils gegen Weimarer Familienrichter. Prozessbeobachter, Corona-Aufarbeitung kommt beim BGH an.
Richter Christian Detmer hatte 2021 Maskenpflicht an Schulen untersagt. Kritische Richter und Staatsanwälte befürchten eine zeitliche Aufschiebung. Ja, das Thema lässt nicht los. Stefan, geht's aus deiner Sicht positiv vorwärts weiter oder ist das alles doch wieder bloß Hinhaltetaktik? Nein, ich sehe das jetzt aktuell durchaus positiv. Warum? Ich meine, man muss sich mal den Umstand vorstellen. Also das ist eine Revisionsverhandlung, die eben vor dem Bundesgerichtshof läuft. Und was ungewöhnlich ist, dass beide Parteien geladen worden sind zur Aussage. Normalerweise macht das der BGH nur aufgrund von Aktenlage, soweit ich das verstanden habe. Jetzt hat man aber die beteiligten Parteien eingeladen und der Vertreter des Generalbundesanwalts, der diesen schönen Nachnamen hat, Hanschell, ja, der fordert ausgerechnet die Aufhebung des Urteils, ja, sowie dass eben ein neues Hauptverfahren durchgeführt wird. Und interessant ist, dass Multipolar bislang das einzige Magazin ist, was über diesen Sachverhalt schreibt. Im Mainstream ist es noch nicht angekommen. Interessant ist, warum die Generalbundesanwaltschaft das fordert. Ja, es fehlten in der Urteilsbegründung jedoch Ausführungen, welche den Vorsatz der Tat begründen. Also Tatvorsatz, ja, ist der Fachbegriff. Und dann schlussfolgert Multipolar hier indirekt, dass im Urteil des Landgerichtes Erfurt ein derber Fehler passiert sein muss, ja, wenn eben der Generalbundesanwalt die Aufhebung und ein neues Verfahren beantragt. Ja, jetzt ist die Frage, worum geht's jetzt hier? Also in welche Richtung geht das jetzt weiter? Will man jetzt, nachdem wohl ein juristischer oder ein Fahrlässigkeitspatzer geschehen ist im ersten Verfahren, nochmal ein ordentliches Verfahren gegen den Weimarer Richter durchführen, gegen den Herrn Detmer, um ihn dann nach rechtskräftig verurteilen zu können, oder geht das möglicherweise in die andere Richtung? Ich meine, einen Vorsatz nachzuweisen, das dürfte mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein, denn wenn man das hätte tun können, dann hätte man das bereits im ersten Verfahren getan. Das legt wiederum die Schlussfolgerung nahe, ja, dass das erste Verfahren möglicherweise politisch motiviert war. Würde ja auch bedeuten, dass die Justiz Interesse scheinbar an einer vernünftigen Aufklärung des Ganzen hat, würde auch erklären, warum man beide Parteien geladen hat, um sich alles ausführlich anzuhören. Ich hatte irgendwo was gelesen, es gab wohl einen zweistündigen Vortrag, der da interessiert aufgenommen wurde. Wir bleiben letztendlich natürlich bei der Frage, in welche Richtung soll es gehen und was wird eher aufgearbeitet oder was wird konstruiert, aber so sehr wie diese Geschichte die letzten Tage und Wochen in den Medien ist, denke ich mal, wird es nicht allzu lange dauern, dass wir da das nächste erfahren werden. Ja, für mich ist das wieder ein sehr schönes Beispiel von Spieltheorie. Ja, man lässt den Gegner seinen Zug machen und dann macht man einen Gegenzug, der den Zug des Gegners auskontert. Und das sehen wir hier gewissermaßen. Das ist natürlich eine sehr positive Deutung meinerseits. Wir kommen in den Bereich Wirtschaft und da gibt es aktuell diese Meldung: VW-Boss gegen Betriebsratschefin. Wer gewinnt die Jobschlacht des Jahres? Deutschlands größter Autokonzern steckt in der Krise. VW will seine Jobgarantie für rund 110.000 Beschäftigte in Deutschland kündigen. Werksschließungen drohen. Stefan, das hat bestimmt mit dem Klimawandel zu tun, oder?
Ja, das hatte wohl mit der grünen Agenda der Bundesregierung eher was zu tun als mit dem Klimawandel. Und diese grüne Agenda ist natürlich Resultat des Klimawandels. Also insofern ist auch der Klimawandel immer dabei. Ich finde das natürlich jetzt interessant, dass man jetzt nach dem Wahldesaster für die Ampelregierungsparteien in den beiden Bundesländern unbedingt eine Ablenkung braucht, ein neues Narrativ. Man bereitet das ja schon vor, so nach dem Motto, wer ist jetzt schuld an dem ganzen Wirtschaftsdesaster? Eins ist natürlich klar. Man hat hier von politischer Seite die Automobilhersteller in Richtung E-Mobilität getrieben. Man hat sie ja regelrecht dorthin gezwungen. Man hat sie dann noch gewissermaßen unterstützt, indem man Steuergeld den Käufern des nicht wirklich marktfähigen Produktes in den Rachen geworfen hat. Und da hat man von heute auf morgen alles stoppen müssen, denn ja, wir erinnern uns dran, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, also man kann jetzt hier nicht diesen einen Fonds aus der Kokolores-Zeit einfach mal umwandeln in einen Fonds für grüne Projekte. So, und das Desaster ist jetzt da. Warum? Ganz einfach, die E-Autos verkaufen sich nicht. Wer hätte das gedacht? Ohne Subvention. Und jetzt hat man halt Milliarden versenkt. Bei VW fehlen mittlerweile 5 Milliarden Euro. Also nicht 5 Millionen, sondern tatsächlich 5 Milliarden Euro. Haben die ein Defizit in der Bilanz? Ja, und jetzt geht's ans Eingemachte. Das Management will von nichts wissen. Wir wissen ja, wie das läuft. Bluten muss die Belegschaft. Und die Betriebsratschefin hat schon mal gleich gesagt, mit mir nicht, also gewissermaßen nur über ihre Leiche. Und das dürfte jetzt ein ziemliches Gemetzel werden. Nur eins ist natürlich klar. Wenn man so ein Unternehmen theoretisch retten wollen würde, dann wird man genau um die Maßnahmen, die der Vorstand jetzt vorschlägt, gar nicht drum herum kommen. Aber das ist einmal mehr ein Schlag ins Kontor der alten Deutschland AG, der grünen Deutschland AG, so möchte ich das sagen. Und ich glaube, das wird Signalwirkung für die anderen Automobilhersteller in Deutschland haben. Wir dürfen natürlich aber eins nicht vergessen. Zum Start der ganzen Geschichte hat man sehr gern mitgespielt. Ja, man war voll dabei. Ich denke mal, es sollte ja auch alles ganz anders laufen und man hätte noch viel länger ordentlich daran verdient. Nach dem, was du gerade angesprochen hast, nach dem Ausfall der Subventionen des Ganzen, ging das natürlich dann in die Brüche ziemlich schnell. Ja, und jetzt ist das Gezeter, das Theater riesengroß. Und da passt natürlich die nächste Meldung, die wir haben, super dazu. Denn der Lame Duck Robot, ja, der hat mal wieder einen rausgehauen. Also jemand, der eigentlich nur noch scheinbar da ist, spuckt wieder große Töne. Steuererleichterungen geplant. Habeck kündigt neue E-Auto-Anreize an. Mit dem abrupten Ende des Umweltbonus bricht der Absatz von E-Autos hierzulande ein. Nun will die Bundesregierung offenbar gegensteuern und die Verkäufe ankurbeln. Die Krise bei Volkswagen dürfte die Entscheidung beeinflusst haben. Jetzt könnten ja böse Zungen behaupten, Mensch, genau an der Geschichte sieht man, wie viel Einfluss die Teile der Industrie auf die Politik haben. Ja, das ist ja eine Art versteckter Rettungsschirm, der ja angesprochen wird für VW zum Beispiel. Und Problem ist bloß, dass, denke ich mal, das Wissen mittlerweile so weit in die Masse gekommen ist, dass dieser Zug abgefahren ist, um das Ganze einfach mal ebenso durchzuwinken. Ja, also kritische Fragen zumindest werden da wohl zuhauf angesagt sein. Denn wenn überall das Geld fehlt, ja, man nicht mehr handlungsfähig wirklich ist, dann aber, egal, auch wenn es VW ist, einen Konzern massiv unterstützen will mit einem für ein Produkt, was den Anschein nach ja her sehr politisch motiviert auf den Markt geworfen wurde, das hat, denke ich mal, mehr als einen Nebengeschmack.
Ja, es sind ja zwei interessante Faktoren noch zu beachten. Warum ist es jetzt so gekommen, wie es gekommen ist? Also, dass die Automobilkonzerne mit den Stromautos nur Verluste machen. Ja, das ist unter anderem unter dem gerade berichteten. Das ist der eine Grund. Also, die Subvention ist weggefallen. Und der zweite Grund, Carsten, war sicherlich auch der, denke ich, dass der bundesdeutsche Verkehrsminister, der Herr Wissing von der FDP, ja, bei der EU durchgedrückt hat. Naja, wir machen nur ein indirektes Verbrennungsmotorenverbot. Ja, Verbrennungsmotoren dürfen weiterhin gebaut und entwickelt werden, wenn diese eben mit synthetischen Treibstoffen dann betrieben werden. Ja, so. Das ist meines Erachtens der Todesstoß gewesen. Und jetzt kann mir ja niemand erzählen, dass sie das nicht vorher gewusst hätten. Und dann steht doch einfach die Frage im Raum, warum haben sie das dann genau trotzdem so gemacht? Warum durfte Herr Wissing dann dieses Interesse von wem auch immer durchdrücken? Ich glaube, das ist einfach einer der Sargnagel gewesen. Und das Zweite ist, man darf ja VW nicht nur als irgendeinen Automobilkonzern beschreiben. Er ist ja de facto ein Staatsunternehmen. Ja, der staatliche Einfluss bei VW ist so groß. Das Land Niedersachsen ist einer der Hauptaktionäre und über die diversen Politiker wurde schon immer kräftig Einfluss genommen bei VW. Das hat dem Konzern nicht besonders gut getan. Das sieht man bei den uninspirierten und langweiligen Autos, die er baut. Nun aber, wenn man natürlich auf den Namen guckt, wo der herkommt, Volkswagen heißt es dort. Und wenn man weiß, in welcher Ära er groß geworden ist, nämlich in der des Dritten Reiches und dann nahtlos in ähnlichen Strukturen wachsen konnte, dann verwundert natürlich das nicht, dass ausgerechnet Volkswagen den Vorgaben, den politischen Vorgaben folgt und jetzt Und jetzt war das Letzte, was ich gehört habe. Warst du damit fertig? Nee, ich hatte ja noch gesagt, VW ist jetzt eben der Leidtragende, die dürfen jetzt die Suppe ausbaden. Oh, siehst du es wirklich so einseitig? Also ich habe da eher mit dem, was wir die letzten Jahre so mitbekommen haben, das Gefühl, dass eher dieser Konzern sehr in der Politik mitgemischt hat. Ja, also sicherlich die Einflussnahme, die finanzielle von sogenannter staatlicher Seite auf den Konzern, die war mit Sicherheit da. Ob die so ganz freiwillig kam, das ist natürlich die andere Sache. Aber mit dem Finanzmonopol, was dahinter steckt, ich denke mal, da wurde auch viel von Konzernseite in der Politik mitgemischt. Gut, da müsste man jetzt weit ausholen und sich immer fragen, wer sind die Drahtzieher von was? Ich würde es zunächst nüchtern betrachten und sagen, ein Unternehmen und VW ist ein Unternehmen, will Geld verdienen und dafür ist ihnen natürlich alles recht. Und dass sie im Punkte zum Beispiel Abgasnormen sicherlich bei der Politik Einfluss und Möglichkeiten gesucht haben, um strengere Regeln zu verhindern. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Ja, alle anderen Autokonzerne haben natürlich auch kein Interesse dran, denn strengere Abgasregeln bedeuten immer mehr technische Entwicklung, bedeutet mehr Kosten und so weiter und so fort, bedeutet ja, Reduzierung eines Produktes, was recht beliebt ist. Man denke nur an die großvolumigen Dieselmotoren, die sind ja der Abgasnormpolitik zum Opfer gefallen. Die gibt es so gut wie gar nicht mehr. Und das kann nicht im Interesse der Automobilhersteller sein, denn es ist ein offenes Geheimnis, dass sie ja gerade mit den extrem gut laufenden Turbodieselmodellen sehr, sehr viel Geld verdient haben. Aber wie dem auch sein mag, wir sehen jetzt auf jeden Fall hier, dass es eine Zeitenwende ganz definitiv im Bereich der großen Wirtschaftskonzerne geben wird. Und ich glaube, deshalb kam jetzt so plötzlich auch diese Initiative irgendwie mit Steuernachlässen, welcher Art auch immer, hier den darbenden Konzern VW unter die Arme zu greifen, nachdem man wohlgemerkt erst ja das Kind mit dem Bade ausgespült hat, ja, und jetzt dann wieder auf Kosten der Steuerzahler das Ganze versucht zu richten und zu reparieren.
Wobei diese Meldung natürlich als vermeidlich, denke ich mal, einzustufen ist. Ja, man möchte hier scheinbar noch mal ein bisschen gute Laune verbreiten. Denn was nützt diese Ansage, wenn kein Geld da ist, womit sie es umsetzen können? Und ich denke mal, so schnell bei den Problemen, die sie haben, bekommen sie auch keine Beträge in der Höhe, die ihnen irgendwas nützen würden, mehr umgeleitet. Deswegen wird es interessant, ob wir von dieser Meldung im Verlauf überhaupt noch mal irgendwas hören oder ob das so eine Eintagsfliege war, die mal kurz aufploppte und dann auf Nimmerwiedersehen verschwunden ist. Wir kommen zu dem ganz großen Polit-Desaster, Salat. Ich weiß gar nicht mehr, wie man es überhaupt noch nennen soll. Ja, viele von euch werden es schon mitgekriegt haben. Das war dann die Meldung, die kurz nach der Wahl kam. Wahlleiter gibt Fehler zu, berechnet. AfD verliert entscheidenden Sitz. Rechtsaußenpartei hat in Sachsen keine Sperrminorität mehr. Ja, wir achten auf die Bezeichnung Rechtsaußenpartei. Ja, da geht es nämlich nachher um noch jemanden. Also wir kommen mittlerweile so weit rechts, dass man die Vermutung haben könnte, wenn es noch ein Stück weiter geht, dann kippt jemand über die Kante und fällt von der Erde, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, wo wollen Sie drauf hinaus? CDU und AfD erhalten je einen Sitz weniger als zunächst angegeben, während SPD und Grüne jeweils einen Sitz mehr zusteht, wie Landeswahlleiter Martin Richter am Montag mitteilte. Und sei ein Softwarefehler namens Angela, in dessen Folge in der Nacht zum Montag eine falsche Sitzzuteilung veröffentlicht worden sei, hieß es. Na, guck an, was nicht alles so passiert. Und wie es der Rainer wollte, ja, würde das Ganze ja ein, ja, mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen bedeuten. Die AfD verliert ihre Sperrmöglichkeiten und SPD und Grüne würden, glaube ich, damit überhaupt drin bleiben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war der Stand vom Montag. Ja, da geht es nicht so sehr um, wer drin bleibt oder rausfliegt, sondern es geht um die Regierungsbildung einerseits und eben um die Blockade, wie du ja schon gesagt hast, von Landesgesetzen zum Beispiel, die dann auch Auswirkungen auf die Bundespolitik hätten. Das ist der große Aufreger der Wahl in Sachsen zumindest, aber du hast es ja schon angekündigt, es gab da noch einen zweiten, zu dem kommen wir gleich. Auch hier finde ich wieder, sieht man wieder sehr schön, irgendwie Spieltheorie funktioniert, ja. Man hat jetzt hier scheinbar einen Weg gefunden, um die, ja, verhasste AfD, ja, auszusperren an jeglicher politischer Willensbildung, obwohl ja der Wählerauftrag, ja, ganz nüchtern betrachtet gegeben ist an die AfD, ja, auch für Sachsen, in Thüringen erst recht. Und im Zuge dieser ganzen Kuriositäten, kann man ja nur sagen, haben wir noch was sehr Kurioses entdeckt. Das ging ja auch bei Twitter rauf und runter, was so die Wahlbeteiligung insgesamt angeht. Und ich weiß nicht, Carsten, ich bin ja mathematisch nicht so bewandert, ja, aber wenn ich mir das so angucke, was hier in einem Wahlkreis passiert ist, ja, Strehler Stadt, klär mich auf, kann das so sein? Ist das gültig? Ist das, geht das damit rechten Dingen zu, was Sie da zusammengerechnet haben? Stefan, bitte keine Sorgen machen, ja. Also 103%, das kommt in Landkreisen vor, wo die Menschen besonders fleißig und emsig sind, ja. Da kann das schon mal passieren. Also überhaupt keine Gedanken machen. Und wenn das alles nicht nützt, dann wird es wohl ein Softwarefehler gewesen sein.
Ja, ich weiß nicht, ob ich dazu noch was sagen muss. Das Ganze ist doch ziemlich offensichtlich. Und ich glaube, jeder, der rechnen kann, sieht ja, oh, da haben irgendwie 3,5% mehr gewählt als rechnerisch so es sein sollte. Ja, komisch. Vermutlich hat man da bei denen vergessen, denen die Reisepässe rechtzeitig zuzuschicken. Dann hätte das natürlich alles seine Gültigkeit gehabt. Stefan, weißt du, was allerdings auch sein kann? Es ist ja eh immer, irgendwas hat ja der Putin immer damit zu tun. Ja, wenn hier was schief läuft, aus Sicht der Agenda, dann waren es die Russen. Und Strela, erinnerst du dich? Wir wurden doch aufgeklärt, wo wir unsere Klappstühle hinstellen sollen, wenn sie kommen. Und das war Strela. Da werden doch wohl nicht schon ein paar mitgewählt haben. Interessanter Punkt, ja, in der Tat. Ich finde aber auch noch interessant, dass dieses Argument, dass es der böse Herr Putin war oder die Russen allgemein, noch gar nicht gefallen ist im Zuge der Landtagswahlen. Stefan, Aber vielleicht hebt man sich das noch auf. Den Joker hebt man sich doch für den Schluss Ja, auf. Ja, den genau. Ausweis, den man dann gefunden hat. Du hast einen Post von Stefan Homburg reingenommen. Was steckt hinter dem Softwarefehler? Letztes Jahr ersetzte Schwarz-Rot-Grün das Verfahren nach der Hond durch eines, das randständige Parteien begünstigt. Netto ein gutes Geschäft. Die CDU verliert einen Sitz, Rot-Grün gewinnt zwei. Die Programmierung wurde leider vergessen. Offenbar berechnete der Wahlleiter die Sitzzuteilung weiterhin nach dem alten System kein Softwarefehler, sondern eine Nachlässigkeit ohnegleichen. Die Änderung des Berechnungsverfahrens war bereits 2019 auf Druck von Rot-Grün im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Die CDU hat mitgemacht, weil auch sie wollte, dass die schon damals große AfD-Fraktion möglichst klein gehalten wird. Das Ziel, Schwarz-Rot-Grün die Mehrheit zu erhalten, wurde trotzdem verfehlt. Das steht selbstverständlich nicht im Widerspruch zu freien und fairen Wahlen, was dort geschieht oder geschehen ist. Ja, der hatte halt einfach noch den alten Rechenschieber, ja, und noch nicht den neuen, und da kann sowas schon mal passieren. Ja, dem Ganzen wurde dann aber letztendlich wieder ein Schnippchen geschlagen, und zwar durch diese Geschichte. Trotz verlorener Stimme, Freie Wähler könnten AfD jetzt Sperrminorität doch noch ermöglichen. Um eine bürgerlich-konservative Sperrminorität doch noch zu ermöglichen, könnte Matthias Berger im Sächsischen Landtag gemeinsame Sache mit der AfD machen. Er ist der einzige Kandidat der Freien Wähler im Landtag und schließt deshalb einen Wechsel zur AfD-Fraktion nicht aus. Das Ganze ist allerdings, wenn ich es richtig verstanden habe, noch ganz anders gekommen. Er hat einfach sein Mandat nicht angenommen. Und damit war dann die Gesamtzahl eins weniger und damit war es für die AfD von der Prozentsatzzahl her wieder passend. Ja, genau so ist das. Und hier sehen wir wieder, was wir schon bereits zu Beginn gesagt haben, Spieltheorie. Ja, man lässt sie erstmal machen, guckt so, was sie sich ausgedacht haben. Und dann hat man schwuppdiwupp einen Gegenzug parat. Ja, das ist jetzt dumm gelaufen, denn eins ist ja jetzt Fakt. Ja, der Landeswahlleiter kann jetzt nicht wieder sich melden und sagen, ich habe das Ganze nochmal rechnerisch überprüft, habe festgestellt, auch wenn jetzt ja der Freie Wählerkandidat verzichtet, dann ändert sich trotzdem nichts dran. Ja,
Der Zug ist eben abgefahren. Ja? Also wenn Sie das machen würden, wäre das plump, wäre das unglaubwürdig. Und Sie würden im Zweifel mit diesem Ansinnen, mit dieser erneuten Nachberechnung auch nicht durchkommen. Das heißt, jetzt ist gewissermaßen der Schlamassel passiert für die Altparteien und sie werden damit leben müssen. Und ich denke mal, nachdem ja der Wählerwille eindeutig ignoriert wird in Sachsen und vermutlich auch in Thüringen. Ja, kann man nur sagen, das geschieht den Altparteien dann mehr als recht. Ja, da wir keine Konsequenzen heutzutage mehr in der Politik so wirklich sehen, jedenfalls nicht kurzfristig, müssen halt andere erst die Thematiken ansprechen. Nach Landtagswahlen FDP-Basisinitiative fordert Ampel Austritt und zählt Parteichef Lindner an. Das heißt, man versucht mal wieder irgendwas noch zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Ja, man hat viel zu lange seine Spielchen mitgetragen, um die Partei noch irgendwie retten zu können. Die Quittung haben sie dafür jetzt bekommen. FDP wurde ja als politische Prosti eh fallen gelassen von den anderen wie eine heiße Kartoffel, beziehungsweise nicht mal wie eine heiße Kartoffel, ja, wie eine kalte. Denn es hat überhaupt keinen interessiert, was mit der FDP ist, passiert oder sein wird. Ja, die sind einfach mal so unwichtig. Sie waren Mehrheitsbeschaffer, sie durften ein bisschen mitspielen. Er hat einen Posten gekriegt, der ihn komplett überfordert hat. Und bei den ganzen Spielereien der anderen Großparteien, denke ich mal, durfte er eh nicht überall mitspielen und alles wissen. Und daher ihn einfach mal zu entsorgen, war das geringste Problem. Dass er natürlich dann von denen, die die Hoffnung haben, noch irgendwas für sich retten zu können, als erstes, ja, in die Schlussbahn gerät, das war eigentlich klar. Also das wäre natürlich jetzt desaströs, wenn die Ampel auseinanderfliegen würde. Die FDP ist de facto in beiden Bundesländern abgewählt worden aufgrund der Argumente, die du bereits genannt hast. Dann wäre eine schon Notsituation gegeben. Wir erinnern uns, es ist noch kein Haushalt für das Jahr 2025 beschlossen worden, in dem ja ohnehin immer noch ein Loch von 12 Milliarden Euro klafft. Möglicherweise kommen jetzt 5 Milliarden von VW wieder hinzu, die der Staat als Schutzschirm zur Verfügung stellen muss. Dann wären wir bei 17 Milliarden Euro klaffendes Haushaltsloch für 2025. Wer weiß. Also, wenn wir jetzt in eine Situation hineinkämen, wo tatsächlich das Ampelbündnis nicht mehr funktioniert und der Druck auf Lindner, das ist die schwächste Kraft wohl in diesem Bündnis, steigt, naja, dann dürfte der Bundespolitik hier wirklich Ungemach drohen. Denn eins ist natürlich klar, der Wähler will stabile Verhältnisse in der Regel, er will kein Kuddelmuddel. Und das ist ja das, was er momentan hat in der Bundesregierung. Ja, die ziehen ja nicht an einem Strang, da zieht ja jeder für sich an seinem Strang. Ja, und man muss überlegen, von Mainstream-Medienseite hat man ja nun vor der Wahl beziehungsweise kurz danach immer noch alles gegeben, um das ordentlich einzuordnen, sich so weit teilweise aus dem Fenster gelehnt, dass ich fast schon ein klein wenig, das ist natürlich absolutes Geschwurbel, ein klein wenig das Gefühl habe, viele haben gedacht, das wird schon noch gerichtet. Ja, anders lässt sich nicht erklären, dass man ja so wahnwitzige Wortwahl öffentlich zum Besten gibt wie dies hier. Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit dem Angriff der Wehrmacht auf Polen. Deutschland überzog die ganze Welt mit Leid und Tod, ermordete 6 Millionen Juden. Am 1. September 2024, auf den Tag 85 Jahre danach, wird im deutschen Bundesland Thüringen eine parteistärkste politische Kraft, die laut Verfassungsschutz erwiesen rechtsextremistisch ist, mit einem Kandidaten an der Spitze, der wie ein Faschist redet und auch so genannt werden darf.
Das ist schwer erträglich und macht diesen 1. September zu einer politischen Wegmarke und einer Mahnung an die Nachgeborenen. Ja, es hat auch wohl die ersten schon gegeben, die eine Anzeige dafür rausgeschickt haben. Denn das erfüllt ja wohl den Tatbestand der Volksverhetzung. Also das ist ein unerträgliches Framing, um es mal diplomatisch zu sagen, was hier die Chefredakteurin des ZDFs von sich gibt. Also hier wird eine Partei, die ja wohlgemerkt zu den Wahlen antreten durfte, ja, sie also den demokratischen, den bundesdemokratischen Grundkonsens, so kann man ja daraus schlussfolgern, einhält, wird mit, ja, den braunen Schergen, den braunen Hemden der Vergangenheit verglichen. Man sieht einfach, dass sie mit ihrem Latein am Ende sind. Wenn du keine Argumente mehr hast, ja, dann gilt es nur noch Totschlagargumente zu benutzen. Und wir wissen, dass die Nazikeule das letzte finale Argument ist, was jede Diskussion beendet. Weiter geht es hiermit, ja. Sehr plakativ mal wieder von der Bild. Brust über die Ampel. Wie laut müssen die Wähler denn noch protestieren? Die Wähler in Sachsen und Thüringen haben gesprochen und Ampelpolitiker in Berlin schalten einmal mehr auf Durchzug. Ja, der Durchzug, den haben wir ja schon des Öfteren etwas anders umschrieben. Ja, es ist einfach die Flucht nach vorn, obwohl man die Wand am Ende des Tunnels sieht, die massive, weiß, dass man nirgendwo mehr großartig abbiegen kann. Wird das Tempo noch erhöht, um dem Schaden vermeintlich entfliehen zu können? Und deswegen ignoriert man logischerweise auch alles andere. Man möchte ja eine bestimmte Richtung durchsetzen und das funktioniert nun mal nicht, normalerweise nicht. Mit Partnern, die ja eine scheinbar echte Opposition darstellen. Und daher wird alles ignoriert. Ja, also für mich ist natürlich dieser Artikel und die Grundlage des Artikels, nämlich dass einfach der Wählerwillen, der sich in Sachsen und in Thüringen gezeigt hat, ignoriert wird, eine ganz klare Ansage für die Wähler in Brandenburg. Ja, da findet ja jetzt dann eine weitere Landtagswahl statt und ich glaube, den Wählern in Brandenburg wird damit signalisiert, es reicht nicht, wenn ihr auf 30% kommt. Ihr müsst mindestens dafür sorgen, dass diese Partei, man kann sie Protestpartei nennen, wie auch immer, oder tatsächlich Alternative, dann 40% und mehr erhält, damit eben so ein Geschummel, so ein Geschachere, was sich ja jetzt schon in Sachsen und in Thüringen abzeichnet, nicht wiederholen kann. Das ist für mich die entscheidende Botschaft, die man hier raussendet. Ob sie verstanden wird, das wird sich dann, glaube ich, in einer Woche oder in 14 Tagen zeigen. Wobei wir die Frage eigentlich jetzt schon auflösen können, Stefan. Es kann nicht verstanden werden, denn es will nicht verstanden werden, denn das würde ja bedeuten, man müsste von dem, was man vorhat, was läuft, komplett abweichen, komplett abgehen, da das ja die Probleme sind, die das Ganze verursacht haben. Und dann wäre ja die Eigenexistenz nicht mehr gerechtfertigt. Wir gehen weiter und kommen bei dem ganzen Knatsch zu einem sehr interessanten, ja, Nebenpunkt. Im Augenblick noch Nebenpunkt, der sich aber allmählich entwickelt. Berliner Zeitung berichtet, Bruderstreit in Sachsen. Rechtsextreme klauen AfD den Wahlsieg. So, also hier bitte nochmal die Formulierung rechtsextrem. Wurde hier nicht für die AfD, sondern für jemand anders benutzt. Kurioses Sachsen. Ausgerechnet eine rechtsextreme Gruppe hat offenbar die AfD um den Sieg gebracht.
Unterdessen ermittelt der Staatsschutz wegen Wahlbetrugs. So, also eine sehr interessante Geschichte, die sich hier auf einmal aufbaut. Ja, abzuwarten ist, wer hier möglicherweise ein Narrativ streut und an was es wirklich ist. Stefan, dein Artikel, fass doch mal kurz zusammen. Ja, also die Umstände, die hier zusammengetragen werden, nicht nur von der Berliner Zeitung, sondern von verschiedenen, sind in der Tat kopfkratzverdächtig. Ja, da geht eine kleine Gruppierung daher. Ja, die Rede ist von den Freien Sachsen und ist offensichtlich Nutznießer von Wahlmanipulation. Ja, denn es wurden bislang in Dresden, Radeberg 130 verdächtige Stimmzettel von Briefwählern gefunden. Darauf waren jeweils Kreuze für andere Parteien überklebt und stattdessen Kreuze zugunsten der Freien Sachsen gesetzt worden, berichtet die Leipziger Volkszeitung. So, mittlerweile gibt es eine polizeiliche Ermittlung. Die Stimmzettel wurden von der Polizei beschlagnahmt. Die Wahl in einem oder zwei Wahlbezirken wurde komplett für ungültig erklärt. Das heißt, dort wird es also eine Nachwahl geben. Und jetzt ist doch immer die Frage, wem nützt es? Halten wir fest. Und das ist das, was in dem Artikel dann weiter suggeriert wird. Ich lese hier vor und zitiere wörtlich. Die rechtsextrem Freien Sachsen erreichten 2,2% und dürften damit die AfD um den Sieg gebracht haben. Zitat, wenn die sächsische AfD diese Konkurrenz nicht gehabt hätte, wäre sie bei 32,8% gelandet, wie in Thüringen, wo es so eine Konkurrenz nicht gab. Zitat Ende, sagte der Politikwissenschaftler Tom Thieme von der Hochschule der sächsischen Polizei gegenüber der Leipziger Volkszeitung. Ja, Stefan, für mich ist das alles ein bisschen zu geschmeidig schon wieder. Ja, was sind denn die Aussagen? Also, oder andersrum, fangen wir erstmal so rum an. Klar, man kann sich gut vorstellen, was man bei letzten Wahlen so mitbekommen hat, dass aus den linksdrehenden Bereichen ja immer wieder X-Posts zu lesen waren, wie man sich da an der Auszählung beteiligt hat, ja, aktiv. Und dass es welche gab, die es nur gut meinten. Und damit einen Bärendienst erwiesen haben. Eine Möglichkeit. Die favorisiere ich aber nicht. Sondern eher die andere Variante. Was ist denn das Ergebnis des Ganzen? Ja, man spielt hier zwei Missliebige gegeneinander aus. Oder versucht das zumindest. Und das Ergebnis des Ganzen könnte im schlimmsten Fall sein, weil man sich bewusst war, bei dieser Wahl könnte einiges für die Etablierten schiefgehen, hat man diese ganze Geschichte inszeniert, um A, die Rechtsdrehenden natürlich in den Fokus zu bringen. Das sind die Betrüger, die Undemokraten. Ja. Und das Ganze mit dem Ergebnis, wir brauchen Neuwahlen. Naja, wobei, wenn es tatsächlich darauf hinausläuft, wir brauchen Neuwahlen, dann können wir uns alle ausrechnen, wie dann das Ergebnis in Sachsen lauten wird. Denn den Wählern ist ja jetzt nun wirklich in den letzten zwei Tagen nach der Wahl klar gemacht worden, dass die etablierten Parteien auf den Wählerwillen ja, EN am Ende. Und ja, das würde meines Erachtens nicht zu dem führen, was sie vielleicht wollen. Ansonsten muss ich sagen, das ist, wie soll ich das sagen, eher so eine Form, die man hier so betrachten kann, wo ich eher das Gefühl habe, dass da irgendwelche Dienste involviert waren. Ja, na klar, das wäre die logische Konsequenz des Ganzen. Ich wollte bloß dahin, Stefan, dass auch wenn du sagst, der Beweggrund dazu ist dir zu dünn oder zu unwahrscheinlich,
Wir sind in einer Situation mittlerweile, wo nur noch Chaos herrscht. Wo man verzweifelt versucht, noch irgendetwas zu tun, zu richten, um irgendwie noch etwas weiterzukommen. Und dass das Ganze immer witziger wird, haben wir ja nun oft genug erlebt. Ja, das sind für mich Verzweiflungstaten. Und deswegen würde es mich nicht wundern, dass irgendjemand sich ausgekaspert hat, Mensch, wenn wir das so und so machen und denen die Schuhe schieben, dann könnten wir noch irgendwo mal einen Anker werfen und das Ganze noch aufhalten. Es ist ja nichts mehr da, wie man es sauber, wie man den Besch sauber hinkriegen könnte. Ja, ja. Du hast es ja angesprochen, die Steuerung fehlt halt einfach. Die ganzen Einheiten, die ganzen Zahnrädchen, die sonst bislang immer perfekt miteinander gearbeitet haben, die arbeiten eben nicht mehr gut miteinander. Und jetzt kommt ja dann prompt auch die Ausweitung. Du hast den Artikel schon eingeblendet. Und das dürfte jetzt interessant werden, Carsten, ob wir dann tatsächlich doch noch zu einer Neuauflage einer Landtagswahl kommen werden. Ich denke aber nicht, denn das werden sie aus guten Gründen versuchen, um jeden Preis zu verhindern. Ja, ich lasse es auch so weit offen. Das Einzige, was mir dazu noch vorliegt, weil ich ja auch persönlich angeschrieben wurde, ob wir da nicht unterstützen wollen, ja, fand ich auch sehr interessant. Es wurde dazu aufgerufen, die Zweitstimme nicht für die AfD zu geben. Ja, also das ist Fakt, das ist richtig. Die Konsequenzen des Ganzen ist, soll bitte jemand auswerten, der sich da besser auskennt. Und wir werden einfach abwarten, was dazu noch rauskommt und ob sich das Ganze, in welche Richtung sich das Ganze aufklärt. Ja, ich würde jetzt der Vollständigkeit. Ja, bitte. Carsten, ich will der Vollständigkeit halber nochmal kurz hier die Schlagzeile vorlesen für die Podcasts. Zuschauer, bei Fälschung manipulierte Stimmzettel auch außerhalb von Dresden aufgetaucht. Also jetzt geht das Thema weiter. Betrug zugunsten der Freien Sachsen, von wem ist bislang nicht geklärt, das Landeskriminalamt ermittelt. Die Erkenntnis aus der bisherigen Wahl haben wir hier. Bibi Langstrumpf Politik. Thüringer CDU-Abgeordnete fordert Gespräche mit der AfD. Na, da schau an. Du hast den Apollo-Artikel, der etwas ausführlicher ist. Wir haben dann noch Kurzmeldung dazu, aber hier erstmal der. Ja, ich werte das als eine Absicherungstaktik, was hier gemacht wird. Es geht um Martina Schweinsburg, neue CDU-Abgeordnete im Thüringer Landtag. Ja, die hat gefordert, man müsse auch mit der AfD sprechen. Sie verweist eben auf das entsprechende Wahlergebnis und da gelte es eben mit allen Parteien zu sprechen, auch mit der Linkspartei. Man muss dazu wissen, dass die CDU im Vorfeld dieser Wahlen Brandmauern nach rechts und nach links ausgesprochen haben. Ja, also gegenüber den Linken, der Partei Die Linken und gegenüber der AfD. So, und jetzt stehen sie halt dort, denn wenn sie regieren wollen würden, müsste entweder die Linke oder die AfD gewissermaßen ihr Platzett geben, um diese Regierung zu ermöglichen. Ja, hier haben wir auch die nächste Meldung noch, was auch noch dazu kommt. Ja, ein Komparse aus The Walking Dead hat sich hier geäußert. CDU-Vize Prien, Unterstützung für Kokaine ist nicht verhandelbar. Ja, also nicht nur Brandmauern, auch Luftbrücken wurden hier gleich mal als gesichert erklärt. Und es hat da noch nicht verstanden, dass auch das eines der Themen ist, weswegen das passiert ist, was passiert ist. Und hier haben wir nochmal aus regionalen Medien den ganzen Vorgang. Thüringen.de
Freistaat Thüringen, Thüringer CDU-Frau Schweinsburg für Sondierung auch mit AfD. Vom 2.9. 15.16 Uhr, ja. Und vom 2.9. 21.30 Uhr, selbes Medium, Thüringer CDU beschließt Gespräche mit BSW und SPD. Also die Verzweiflung scheint so groß zu sein, dass man in alle Richtungen fahren möchte erstmal. Aber bei diesem Artikel ging es dann noch weiter und es kam dann noch dieses zum Vorschein. Herrgott! Also kein Ausruf, der heißt wirklich scheinbar so. Machte zugleich klar, dass der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU weiter gelte. Das gilt klar, wir werden nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Das haben wir vor der Wahl gesagt und das gilt auch nach der Wahl. Gleiches gilt für eine Koalition mit der Linken, sagte Herrgott. Er machte klar, dass man am Beginn eines langen, langen und intensiven Prozesses stehe. Mit dem langen, langen, intensiven Prozess hat er wahrscheinlich für die nächste Zukunft sogar recht. Zuvor hatte auch der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz betont, dass der Unvereinbarkeitsbeschluss zur AfD und zur Linken stehe und dass es Sache der Landesverbände in Sachsen und Thüringen sei, wie damit umzugehen ist. Aha. Man möchte hier suggerieren, dass man denen eine Wahl lässt von oben. Finde ich sehr spannend, ja, mein Herrgott. Und ja, bei einem Thema oder einem Punkt dieser ganzen Geschichte, da sollte man schon aufhorchen, denn die Linke auszuschließen, aber BSW als Variante zuzulassen. Oh Gott, ja, das eine sind halt Kommunisten, das die Alten und das andere sind die Neuen. Aber im Endeffekt ist es die gleiche Agenda, die dahinter steckt. Also ist hier wieder viel Theater um nichts. Ja, wobei eine Ergänzung, ich finde schon die Formulierung hier zum Schluss interessant. Was macht man da? Da hält man sich mal wieder ein Türchen offen. Ja, der Bundesvorsitzende sagt, es gilt die Brandmauer gegen rechts und gegen links, also gegen Linke und AfD. Aber was die Landesverbände machen, das ist deren Sache. Ja, das suggeriert also ganz klar Folgendes. Wenn es hart auf hart kommt, dann kann man auch mit dem einen oder anderen irgendwie einen Deal machen oder eine Koalition bilden. Hauptsache, man kommt an die Macht. Ja, das wissen wir. Es ist immer dasselbe Motto, was vor jeder Wahl geht. Ran an die Tröge, koste es, was es wolle. Ja, Stefan, unsere favorisierte Hochzeitsfeier, ja, politische, ich denke mal, die rückt immer näher. Hier ist noch verdammt viel Krawall als Schauspiel, aber es wird wohl bei dieser Zeremonie letztendlich enden. Ja, und das nächste dazu, Absage an AfD und Linke, Thüringer CDU beschließt Gespräche mit BSW und SPD. Na, dann wird es ja für Thüringen verdammt rote Aussichten geben. Ja, es braucht einfach diese ganzen Artikel, um die Missachtung des Wählerwillens zu dokumentieren. Anders kann ich das mittlerweile gar nicht mehr interpretieren und das wird jetzt die nächsten Tage so weitergehen. Ja, man wird dann eine unmögliche Konstellation sehr wahrscheinlich wählen, um eben mit einer hauchdünnen Mehrheit regieren zu können. Das passt ja zu den mutmaßlichen Äußerungen, dass man sich auf 2029 mittlerweile einrichtet, also eine absolute Mehrheit in den Ländern erringen zu können. Carsten, wir sind dabei bei dem, was wir immer gesagt haben. Naja, es geht halt immer weiter im Karussell. Mal ist die eine Seite dran und dann wieder die andere.
Genau, die Farbpalette wird immer mal ein bisschen gewechselt, damit es nach was Neuem aussieht, aber die Palette bleibt dieselbe. Ja, das Gehacke, Gebeiße, Getrete untereinander, das ist vielleicht noch der lustigste Effekt an der ganzen Geschichte. Unerträglich, SPD-Ministerin wünscht sich Talkshow-Verbot für Parteikollegen. Nach dem schlechtesten Abschneiden der SPD ist eine SPD-Ministerin in Brandenburg alarmiert. Der Thüringer CDU-Landesvorstand macht unterdessen den Weg frei für erste Gespräche mit BSW und SPD. Ministerpräsident Ramelow streckt der CDU die Hand aus. Alle Entwicklungen im Live-Ticker. Also der Ramelow, der hat doch auch eine Batterie-Uhu verschluckt. Ja, so wie der an seinem Posten klebt. Unerträglich. SPD-Ministerin will manche Parteikollegen nicht mehr in Talkshows sehen. Brandenburgs Finanzministerin und stellvertretende Vorsitzende des dortigen Landesverbandes Katrin Lange hat vor der Landtagswahl in ihrem Bundesland am 22. September die Parteispitze kritisiert. Wie die Bild-Zeitung berichtet, forderte Lange ein Talkshow-Verbot für Parteichefin SS-Ken und Generalsekretär Kevin. Fürs Erste wäre schon einiges gewonnen, wenn bestimmte Leute grundsätzlich nicht mehr an Talkshows teilnehmen würden. Es ist nämlich unerträglich, sagte die Brandenburger SPD-Politikerin mit Blick auf das schlechte Abschneiden der Sozialdemokraten in Sachsen und Thüringen. Namen nannte sie nicht. SS-Ken sorgte jüngst für Empörung, als sie bei einem TV-Auftritt sagte: Aus dem Anschlag von Solingen lasse sich nicht viel lernen. Später bezeichnete sie die Aussage als Fehler. Uiuiui, also ich sehe die politische Karriere der Frau Lange ganz schön dunkle Wolken entgegenkommen. Ja, das ist gefährlich. Das nehmen die total persönlich und ihre Rache wird grenzenlos sein. Ja. Ja, wir wissen ja, dass die Dinge nicht mehr so funktionieren. Die bekommen seit neuestem Jahr auch in den Talkrunden, unter anderem sogar bei Herrn Lanz, ja, sehr kritische Fragen gestellt. Das führt dann mitunter zu ulkigen und komischen Situationen, ja, wo derjenige Politiker fest auf seiner Meinung beharrt und alle anderen Talkshow-Gäste sich das Lachen schon nicht mehr verkneifen können und das natürlich Millionen von Zuschauern mitbekommen. Also was wir hier sehen, ist gar keine Demontage, es ist eine Selbstdemontage. Ja, Selbstdemontage durch, wie soll ich das diplomatisch sagen, Stefan, bist du noch bei uns? Ja. Gut, jetzt höre ich dich auch wieder. Gut, dann haben wir noch eine Weisheit der Welt. Der Eindruck, der Staat kümmere sich mehr um Geflüchtete als hilfsbedürftige Deutsche. Bei 18- bis 24-jährigen Wählern schneidet die AfD besonders stark ab. In Thüringen kommt sie in dieser Altersgruppe jetzt auf 38%. Die Werte von Grünen und FDP stürzen hingegen ab. Jugendforscher liefern Erklärungen für diese Entwicklung. Eines unterscheidet diese Wählergruppen von anderen. Ja, was braucht man da mal wieder? Experten oder Forscher? Ja. Die Leute haben einfach mal genug von der ganzen Geschichte, die hier läuft. Und das geht durch alle Altersgruppen. Ja, warum man jetzt hier speziell die Jüngeren heranzieht, erschließt sich mir nicht sofort. Aber es sind eben immer noch diese Erklärungsversuche. Ja, also alles dumm gelaufen. Und wahrscheinlich hätte man in der Schule bessere Polit
Ausbildung üben sollen bei Zeiten oder im Kindergarten anfangen, ja, dann wäre das vielleicht nicht so passiert. Also das ist, man gibt sich erstaunt über das, wie es gekommen ist, wobei das ja eigentlich glasklar war. Ja, bei Jugendlichen, das können wir, glaube ich, alle doch irgendwie nachvollziehen, gibt es immer Gegenbewegung. Ja? Erinnern wir uns zurück, die 68er, ja, 1960er Jahre, da war die Bundesrepublik nach deren Aussagen miefig, piefig, verklemmt, erzkonservativ, galten strenge Regeln und die Jugendlichen haben sich damals dagegen gewehrt, die Studenten vor allem. Und eine ähnliche Gegenbewegung sehen wir ja auch heute. Was haben wir denn heute? Heute haben wir eine sozial-links, ja, man kann es ja gar nicht mehr sagen, infiltrierte, indoktrinierte Gesellschaft, die nur noch ein Meinungsbild zulässt. Mit diesem Meinungsbild wollen und können sich viele Jugendliche nicht abfinden, zumal sie auch die persönlichen Nachteile zu spüren bekommen, wenn sie eben ihre eigene Meinung vertreten. Und sie merken ja auch jenseits der politischen Parolen, was diese aktuelle destruktive Politik für sie bedeutet, nämlich Arbeitsplätze werden vernichtet, Aufstiegschancen werden minimiert und so weiter und so fort. Die Liste ist ziemlich lang, denke ich mal. Und wenn wir uns dann noch so die ein oder andere Gemeinde angucken, die nicht mehr weiß, wie sie die ganzen Aufgaben bei immer weniger Budget, was ihr zugewiesen wird, bewältigen soll, ja, dann ist das klar, dass dieser Frust sich irgendwann mal Bahn bricht und die Jugendlichen sagen, da machen wir nicht mehr. Wir kommen ins Nachbarausland und da gibt es auch interessante Meldungen. Bevölkerung schützen. FPÖ fordert Bundesheereinsatz auf Wiens Straßen. Mit einer ungewöhnlichen Forderung lässt Wiens FPÖ-Chef Dominik Knepp im ORF Wien Sommergespräch aufhorchen. Im Wien heute Interview zur Nationalratswahl lässt Wiens FPÖ-Chef mit einer ungewöhnlichen Forderung aufhorchen. Er fordert einen Bundesheereinsatz in Wien. Tja, da schau an, auch dort traut man sich wohl nicht mehr so einfach auf die Straße, so unbekümmert, wie das mal war. Er habe kein Verständnis mehr für die Jammerei von Bürgermeister Ludwig, es sind zu wenig Polizisten da. Wien benötige 1500 zusätzliche Polizeikräfte, sagte Knepp im Gespräch. Er betonte, dass die Sicherheit und öffentliche Ordnung in der Bundeshauptstadt nicht mehr gewährleistet seien, insbesondere angesichts gewalttätiger Auseinandersetzungen zwischen ausländischen Gruppen. Wir haben also überall ähnliches Bild. Ja, die Polizei wurde heruntergespart. Vom Personal her zu wenig. Dort, wo aufgefüllt wird, sieht man verdammt viele Schwarz-Vollbartträger auf einmal. Auch interessante Entwicklung. Ja, ich habe es zu den Großdemo-Zeiten in Österreich auch des Öfteren gesehen. Eigenartiges Bild. Und ja. Wir haben es ja immer wieder gesehen. Entweder hat mit irgendetwas Österreich vorangezogen und Deutschland nachgezogen oder andersrum. Ja, sei es bei der Kokolores-Ampel zum Beispiel oder vielen anderen Sachen. Und hier ist halt dieser Effekt mittlerweile auch deutlich zu sehen, dass Wien, was ja von vielen Österreichern eh nicht wirklich als Österreich angesehen wird, das Ganze noch weniger ist. Ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Ja? Also als Wien von den Türken belagert wurde, da war auch ziemlich viel Militär in den Straßen Wiens unterwegs. Also wo ist das Problem? Umfragen gibt es natürlich auch in Österreich. Ja, Umfragen und dann das, was bei der Wahl ausgezählt wird. Wir wissen, das sind möglicherweise zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Hier sieht es jedenfalls danach aus,
dass FPÖ mit 37% doch ziemlich klar das Rennen macht. Aber auch hier natürlich dann als Gegenreaktion die Möglichkeit, wieder irgendeine lustige Dreier- oder Vierer-Kombination dagegen zu setzen. Und wird spannend. Ist ja schon Ende des Monats, also auch nicht mehr ewig hin. Schwarz in Österreich gar nicht mal gut aus für das Establishment. Schau mal, ÖV das 39%. Dann bräuchten sie noch die Grünen, dann ist man bei 44%. Keine Ahnung, wie viele Prozent es braucht nach dem entsprechenden Wahlgesetz, dass man eine Mehrheit hat im, ja, wie nennt sich das Parlament, im österreichischen Parlament, ja. Müsste man vielleicht Mehrheit noch koalieren, hat ja schließlich 5%, dann wird es natürlich passen. Stefan, vielleicht diese von mir prognostizierte mehr Farben als der Regenbogen-Koalition, vielleicht kommt die in Österreich, wer weiß. Und weiter geht es hier mit Georg Pazderski. Die Unterwerfung, die Selbstaufgabe Europas schreitet weiter voran. Eine Schule in Leuven in Belgien, oder wird das Leuven oder Leuven, ach wie auch immer. Leuven führt, ist schon richtig. Führt ab der 6. Klasse Arabisch als Pflichtfach ein, auch für belgische Schüler. Ja, man ist halt weltoffen. Ja, und Belgien, ich meine, so nah wie die am Nahen Osten sind, ist das doch logisch, oder? Ja, das ist auch logisch. Vor allem dann gibt es bei entsprechenden Situationen auch keine Kommunikationsmissverständnisse mehr. Stimmt. Ja. Wenn dann nur noch Arabisch gesprochen wird und derjenige, dem da vorgehalten wird, gibt mir dann ein Portemonnaie, auch versteht, was gemeint ist, ja, dann ist das ja gut für alle Beteiligten, denn früher wurde sowas ja nicht verstanden und dann hat man schnell spitze Gegenstand seinen Weg in die Rippen gefunden. Und ich glaube, die Hoffnung dahinter ist, dass man das dann zukünftig vermeiden kann. Eine Meldung aus Frankreich. Die französischen Wahlsieger bereiten die Amtsenthebung von Präsident Emmanuel Macron vor. Warum haben die sich so lange Zeit gelassen, Stefan? Ja, da geht es wohl um ein Prozedere und man hat sicherlich erst zuwarten wollen, wie sich der Präsident verhält. Und er hat ja gesagt, nö, wir sehen da keine Notwendigkeit, ja, den Wählerwillen zu beachten. Und lässt ja seine Partei, seine sozialistische Partei weiterhin die Regierung stellen. Und hat ja, soweit ich das jetzt weiß, den Auftrag zur Regierungsbildung auch eben jener gegeben und nicht den Wahlsiegern. Carsten, erkennst du da irgendwelche Parallelen zu Thüringen und Sachsen, so ganz indirekt? Ja? Nein. Wir sind immer noch in Teil 1, das spare ich mir jetzt gerade. Ja, wir sind in Teil 1, aber das war's auch mit Teil 1. Wir haben zum Abschluss mal wieder noch eine nette Zusendung dabei. Ja, ein Fuhrpark mit den passenden Farben. Ich dachte im ersten Moment, das ist schon eine Weihnachtskrippe. Wobei in der Mitte, das ist doch sogar ein Weihnachtsbaum, oder? Ja, es sieht fast so aus. Das ist aber sehr wahrscheinlich eine ganzjährige Dekoration. Denn wenn man ja genau hinguckt, dann fehlen ja die Weihnachtskugeln an dem Baum. Das heißt, im Sommer werden die abgehangen und im Winter werden die ja hingehangen. So würde ich das mal deuten. Auf jeden Fall farblich sehr schön. Ein Mini-Truck mit, ja, was soll das darstellen? Möglichkeiten zum Einkaufen. Also, vielen Dank für die Zusendung und
gerne weiter und solche schönen Farben in der richtigen Reihenfolge schicken. Der Link für Teil 2 ist jetzt in den Chats drin, auch bei Telegram. Und wir gehen in die Halbzeitpause. Und da wir doch morgen ein denkwürdiges Datum haben, hat die Hedwig noch kurzfristig etwas zusammengebaut, was ein, denke ich doch mal, sehr informatives, interessantes Video geworden ist, was es jetzt in der Halbzeitpause gibt. Ich sage Dankeschön für die, die jetzt abschalten und ins Bett gehen. Bis gleich für die, die uns in Teil 2 folgen. Danke für eure Unterstützung, danke für eure Wertschätzung unserer Arbeit und wenn ihr wollt, geht ansonsten übermorgen weiter. Um es vielleicht etwas deutlicher zu machen, es ist um den September 1989 und um das, was sich in Deutschland abgespielt hat. In dem Sinne sage ich dann auch zu allen, die jetzt sich verabschieden, vielen Dank fürs Zuschauen und gute Nacht und für alle anderen bis gleich.